das dritte Übungsvideo der siebenteiligen Dehnroutine für Radfahrer. Ich habe dir alle Übungsvideos in einem PDF zusammengefasst. Das kannst du dir kostenlos herunterladen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Heute wirst du die Kurmuskulatur kräftigen. Warum ist das so wichtig? Wenn du Rad fährst, bist du ganz oft in einem Rundrücken. Der Bauch kontrahiert, der Unterrücken hat eine Dehnung und das kann für deinen Rücken zu viel sein. Deshalb wirst du heute vor allem die tiefliegende Muskulatur kräftigen, um dann auch im nächsten Übungsvideo nochmal den unteren Rücken zu entlasten. Heute ist sozusagen der erste Schritt. Du kommst auf dem Rücken an, stellst die Füße auf vor dein Gesäß. Schließ mal deine Augen und spür mal Richtung Lendenwirbelsäule. Und du kannst das auch tatsächlich prüfen. Die Lendenwirbelsäule sollte weg vom Boden sein. Schieb mal eine Hand unter den unteren Rücken und schau, dass hier ein bisschen Platz ist. Und das ist für die nächsten Übungen ganz entscheidend. Leichte Kurve im unteren Rücken. Öffne die Augen, beug die Arme und drück die Ellenbogen fest in den Boden. Zieh die Schultern Richtung Matte. Jetzt löst die Füße, Knie über die Hüftgelenke, Schienbeine parallel. Spann die Bauchmuskulatur ganz leicht an, indem du den Bauch Nabel Richtung Wirbelsäule ziehst und auch die unteren Rippen so ganz leicht. Atme, tiefe Atemzüge. Jetzt machen wir es mal falsch. Werde rund im Rücken, das ist die Sitzhaltung, wenn du Rad fährst. Heute in Ausgleich. Leichte Kurve im unteren Rücken. Das hältst du, wenn du beide Beine nach links kippen lässt, 45 Grad. Bleib hier für einen Moment, atme. Und dann kommst du zurück und kippst mit deinem Bein nach rechts. Das machst du jetzt dynamisch, einatmen Mitte, ausatmen links, Mitte, rechts. Schließ die Augen. Und wiederhol das ein paar Mal. Ziel hier, leichte Kontraktion deiner Bauchmuskulatur, leichte Kurve im unteren Rücken. Bring beide Knie nochmal nach links, halte das und drück die Ellenbogen fester in den Boden. Zieh deinen Bauchnabel nochmal Richtung Wirbelsäule. Spür dich, atme über die Mitte, nochmal nach rechts, kurzen Moment halten, Gesichtszüge entspannt, wieder zurück und jetzt zieh mal die Knie heran, Hände auf die Knie und mal ein paar großzügige Kreise mit deinen Knien, kannst die Augen schließen, auch mal ein bisschen nach links und rechts schaukeln und für die nächste Übung streckst du die Beine Richtung Decke aus. Wenn dir das schwerfällt, wenn dein Gesäß sich vom Boden löst, ich zeige dir das mal, kannst du dir eine flache Decke unter das Kreuzbein legen. Ziel ist, dass dein Kreuzbein den Boden berührt. Streck die Beine, bring die Beine ein bisschen weiter auseinander und du gehst in eine Überkreuzbewegung. Die Hände legst du neben deinen Körper ab, Schultern ziehen Richtung Boden. Ein paar schöne, einfache Übungen für dich. Und damit es ein bisschen anspruchsvoller wird, bring die Beine zu einem 45-Grad-Winkel Richtung Boden. Hier nicht ins Hohlkreuz kippen, Bauchdecke aktiv. Und du atmest und bleibst in der Bewegung. Du kannst die Übung für dich auch losgelöst üben, das entsprechend steigern, gern mal 1-2 Minuten. Wir kommen zurück, beug die Beine, probier das mal, bring die Hände an den Knien innen vorbei zu den Fußaußenseiten, sogenannte Happy Baby im Yoga. Wenn dir das nicht gelingt, Hände zwischen die Kniekehlen. Und hier einen Moment bleiben und noch mal ein bisschen nach links und rechts schaukeln. Und dann
löst du auf, stell die Füße auf und du drückst dich über die Seite, kommst nach oben in den Vierfüßlerstand zurück. Kleine Wiederholung von den ersten Übungsvideos. Rechten Fuß nach hinten, links dazu, Beine beugen, herabschauender Hund. Nochmal abwechselnd die Fersen Richtung Boden ziehen. Und dann nochmal beide Fersen anheben, beide Fersen sinken lassen. Anheben, sinken lassen. Kommst mit deinen Knien auf die Matte zurück und von hier aus schiebst du deinen linken Fuß nach hinten. Und jetzt achte mal darauf, dass wenn du das linke Bein anhebst, das nicht so weit anhebst, dass du in ein Hohlkreuz kollabierst, sondern parallel zum Boden, Bauchnabel nach innen ziehen, unterer Rücken lang. Halt das. Heb den Blick an, heb deinen Mundwinkel an. Dann schiebst du den rechten Arm nach vorn, finde eine Balance. Jetzt kommt ein kleiner Anspruch für dich. Probier das mal aus. Den rechten Arm nach rechts schieben, linkes Bein nach links. Atme weiter, geh in die Kraft rein. Wieder zurück. Auflösen, direkt die andere Seite, rechtes Bein ausstrecken, Rücken ist lang, Bauchdecke stabil, rechtes Bein anheben, nicht so weit, sondern parallel zum Boden, den linken Arm nach vorn schieben und du verlängerst dich über die Finger der linken Hand, über den rechten Fuß. Immer wieder Bauchnabel nach innen ziehen. Halte das, atme weiter. Linker Arm nach links, rechtes Bein nach rechts, parallel zum Boden. Jetzt trainierst du nicht nur die Bauchmuskulatur, sondern auch die Gesäßmuskulatur wird gekräftigt. Das macht Spaß, oder? Wieder zurück. Zehen aufsetzen, schieb dein Gesäß mal nach hinten, lass die Zehen aufgestellt, Arme wandern weit nach vorn. Rücken lang ziehen. Noch zwei, drei tiefe Atemzüge. Und von hier aus kommst du zurück in den Vierfüßlerstand. Wir gehen gemeinsam in den Unterarmstütz. Zieh die Unterarme auf den Boden. Rechten Fuß nach hinten, links dazu. Und die Ellenbogen sind so ein kleines Stückchen vor deinen Schultern. Die Zehen aufstellen, Rücken lang, kein Hohlkreuz, Steißbein zieht nach innen, Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Schultern anheben, Blick anheben. Wenn du hier einen Schritt weiter gehen möchtest, löse mal das rechte Bein parallel zum Boden anheben. Spür dich. Rechte Hüfte kippt nicht runter, die rechte Hüfte bleibt parallel zum Boden. Wieder zurück, Wechsel, linkes Bein aktiv strecken, anheben. Wieder zurück, Achtung, du läufst mit deinen Füßen ein Stückchen nach hinten, 5 cm, lass dann das Becken sinken. Schenk dir ein tiefes Durchatmen, die Sphinx. Deine Ellenbogen sind so ein Stückchen vor deinen Schultern. Falls du zu viel Spannung hast im unteren Rücken, wanderst du mit deinen Händen einfach noch ein Stückchen nach vorne. Schulter nach hinten ziehen, mal die Augen schließen. Tief ein- und ausatmen. Wir werden jetzt gemeinsam noch eine kleine Variante üben. Nochmal die Ellenbogen so ein kleines Stückchen vor die Schultern bringen, die Zehen aufsetzen. Du lässt die Knie am Boden, hebst nur das Becken an. Bauchnabel zieht nach innen, hebt den Blick an und jetzt streckt die Beine. Unsere Ausgangsposition. Jetzt wanderst du mit deinen Füßen nach rechts außerhalb deiner Matte
und heb die linke Hüfte so ein ganz kleines bisschen an. Die bleibt parallel zum Boden. Jetzt hast du eine schöne Kräftigung deiner seitlichen Bauchmuskulatur. Blick anheben, über die Mitte. Nach links die rechte Hüfte leicht anheben. Bleib parallel zum Boden. Mit deiner Hüfte halte den Fokus, atme tief ein und tief aus. Und dann wieder zurück. Noch einmal Sphinx. Ein- und ausatmen. Ist heute schon ein schönes, anspruchsvolles Programm für dich. Und wir gehen ein letztes Mal in eine Variante. Achtung, die Zehen aufstellen. Lass die Knie am Boden, heb das Becken an, bleib hier. Du kannst hier bleiben oder du streckst nochmal die Beine. Und jetzt wanderst du mit deinen Füßen ein Stückchen nach hinten. Hier für 3 Atemzüge. Ausatmen. Tief ein. Ausatmen, 3. Ohne Hohlkreuz. Bauchnabel zieht nach innen. Tief ein. Ausatmen. Letztes Mal. Und dann zieh die Knie auf den Boden. Schieb nochmal dein Gesäß nach hinten. Die Knie schön weit auseinander. Du kannst mit deinen Fäusten nochmal. Kannst mit deinen Händen 2 Fäuste machen, die Stirn ablegen. Schenk deinem unteren Rücken eine gute Dehnung. Und dann stützt du dich ab und du kommst hoch zum Sitzen. Heute nochmal eine wichtige Ausgleichsübung für dich. Fußsohlen zusammen. Setz dich gerne erhöht auf eine Decke, es macht es dir ein bisschen leichter. Und jetzt wirst du den ganzen unteren Rücken nochmal dehnen, wenn du mit einem langen Rücken aus dem Becken nach vorn kippst. Hände gern Richtung Knöchel, schließ mal die Augen. Gönn dir ein tiefes Durchatmen. In dieser Übung darf der Rücken nochmal rund werden, auch die Schultern so ein bisschen nach vorn fallen. Das ist einfach ein Ausgleich von diesen kräftigenden Übungen. Und dann kannst du dich abstützen über die Hände, kommst nach oben. Ja, und das war das 3. Übungsvideo. Schön, dass du mit dabei bist. Teile das Video, teile das PDF mit deinen Freunden. Das PDF kannst du dir hier herunterladen. Und das nächste Übungsvideo findest du hier. Kannst auch dieses Video mehrfach üben oder einfach direkt mehrere Videos aus der Serie hintereinander üben. Du bist da vollkommen frei. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns wieder auf der Matte.